Hallo Leute, hier ist wieder der Xi und es geht weiter mit The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir haben den Tiegel des Lichts mit Licht, mit Strahlentau gefüllt und ja, das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Und jetzt besorgst du mir den letzten Schattenkristall. Hehe, man sieht sich. Mein Name ist Ranel. Durch deine Hilfe konnten wir Lichtgeister in Hyrule wieder zum Leben erweckt werden. Nun, Auserwählter, die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich in einem Schrein am Grunde des Hylia-Sees. Nur eins darfst du niemals vergessen: Diese Kraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt und dem Zugriff sterblicher entzogen. So, ich lasse euch mal eben alleine. Erster Einstieg in die Göttinnen auf der Wüste. Auf die Wüste-Erde. Blech. Lest selber. Tja, zu dieser Sequenz kann jeder seinen eigenen Gedanken machen. Die Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seeschrein am Grund des Hylia-Sees.
Also ich finde die Sequenz genial gemacht. Es gibt einen Haufen Leute, die meinen, diese Sequenz wär absolut nicht in Ordnung. Denn sie wäre ja auch so furchtbar und verstörend. Aber wie gesagt, also ich find's toll. Moment, da unten sehe ich da irgendwas. Kleiner Moment, das gucke ich mir an. Lass mich hin! Kiste! Naja, immerhin 5 Rubine. Wow! Ja, wie gesagt, was diese Sequenz gerade betrifft, da scheiden sich die Geister. Ich persönlich finde sie wunderbar gemacht. Und ja, sie zeigt halt mal wieder genau das, was ich an Twilight Princess so mag, warum es für mich zum besten Zelda, warum es für mich das beste Zelda ist. Einfach weil die Stimmung eine ganz andere ist. Wenn ich ehrlich bin, Skyward Sword ist mir persönlich, es klingt vielleicht komisch, aber es klingt für mich ein bisschen, nicht klingt, es ist für mich ein bisschen zu kindisch. Kindisch einfach in dem Sinne, wie man von allen möglichen Leuten wie man von allen Leuten behandelt wird und wie soll ich sagen? Einfach die ganze Geschichte und wie alles aufgezogen wird. Hier ist die Geschichte einfach viel ernster und das mag ich. Das finde ich super. Also gut, jetzt wird's langsam ernst. Aber den letzten Schalkenkristall wirst du doch sicher auch noch schnell finden, oder? Der ist wohl in diesem Schrein auf dem Grund des Hylia-Sees. Aber du kannst ja schwimmen, oder? Ich hätte jetzt eigentlich gerne. Ich hätte jetzt eigentlich gern gewarbt, aber das geht wohl nur, wenn ich Wolf bin. Okay. Wenn ich ein Wolf bin. Ach ja, genau, da war was. Da war was, ich erinnere mich. Gehen wir doch gleich mal zu dem werten Herrn hier. Denn der hat ja seinen schwimmenden Freizeitpark aufgemacht. Hey, Zora. Ich bin der Mitglied des Stammes der Zora und das Volk kümmert sich um den Hylia-See. Die anderen Zoras halten am Grund des Sees Wache. Bringt viel, aber was soll's? Was ist mit dir los? Was? Die Zoras leben also noch? Hab schon gedacht, die wären mit dem See zusammen ausgetrocknet. Hey, hast du eigentlich schon gehört, dass es am Grund des Sees einen Schrein gibt? Die machen einen Wind darum. Ich weiß echt nicht, was die da treiben. Würde es aber gern wissen. Wie kann man einen Schrein auch nur so tief unter Wasser bauen? Kein normaler Mensch kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Du hättest keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Hättest es nicht besser abpassen können. Mit meiner neuesten Attraktion wirst du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt es einen ganz besonderen Service. Fast ohne Wartezeit. Und du kannst ihn für nur 10 Rubine ausprobieren. Na, willst du einen Flug wagen? Mitbringen? Reparatur? Was? Testen wir einfach mal. Also gut, hier entlang. Einfach mal austesten. Wo auch immer wir jetzt landen. Ah, okay. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Zora-Königin hatte dich darum etwas gebeten, oder? Du weißt schon, du sollst doch den Prinzen finden, der auf dem Weg nach Schloss Hyrule verloren gegangen ist.
Und sie hat doch gesagt, wenn du ihm helfen würdest, verleiht sie dir irgendeine Fähigkeit. Der letzte Schattenkristall ist auf dem Grund des Hylia-Sees. Und diese Fähigkeit könnte dir vielleicht nützlich sein, oder? Vollkommen richtig. Deswegen möchte ich ja auch wieder zum Schloss, zur Stadt Hyrule. Was ist hier los? Hallo, hereinspaziert. Willkommen in Dumnus Hühnerflugstation. Bist du bereit für einen Irrenflug mit verrückten Hühnern? Voller Abenteuer und Boni? Es gibt nichts Besseres. Na, wie wär's, mein großer Freund? Also dann, einmal zur Schatzinsel kostet dich 20 Rubine. Wie wär's? Nee, danke. Oh, wie schade. Also dann, wenn ihr doch mal nachfliegen ist, schau bei mir vorbei. Schatzinsel klingt zwar nicht verkehrt, aber ich vermute, dass ich damit doch nur runter auf den Hylia-See komme. Und da habe ich momentan erstmal nichts mehr zu suchen. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt hätte ich erstmal gerne so ein Pflänzchen, mit dem ich mir Arvon herrufen kann. Da vorne haben wir schon eins. Das haben wir ja vorhin fast schon aus Versehen betätigt. So, dann komm mal her. Perfekt. Damit geht's doch schon mal viel schneller. Zwei Moment. Ach nein, nein, ich weiß schon, wo es dahin geht. Ich erinnere mich. Da möchte ich nicht hin. Auf dich gehen sie nicht los, die wollen nur mich. Sie, wo bist du? Ich habe wohl nie Ruhe vor dem Kerl. Hallo Xi, ich habe Post für dich. Ich habe ja zwei Briefe für dich. Also, das wäre erledigt. Und auf die Post. Tja. Was Feines. Eine neue Bombe erblickt das Licht der Welt. Eine fantastische Erfindung, die auch unter Wasser verwendet kann. Sie kann ab sofort in meinem Laden erworben werden. Ich freue mich auf deinen Besuch. Burns, Kakariko. Die Touristeninformation Randall informiert. Genießen Sie Freizeitspaß inmitten herrlicher Natur. Tina und Sina bieten neue Attraktionen, die jung und alt begeistern werden. Sie finden beide flussabwärts vom Wasserfall an der Höhle der Zoras. Tinas Kanu-Abenteuer, eine rasante Schussfahrt auf den Stromschnellen. Bombenfalle sind im Preis enthalten. Senas Angelteich, im Kampf gegen die Natur, ziehen Sie mit der Angel den dicksten Fisch an Land. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Boah, kann man alles später mal anschauen. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt nicht vor, einen Haufen Nebenquests zu machen, Nebenaufgaben zu machen, um dann am Ende alle Herzteile zu haben oder sowas. Ich werde an sich schon schauen, dass ich möglichst viel bekomme. Und ich denke mal, ich werde das meiste zumindest ausprobieren. Aber ich werde definitiv nicht meine ganze Zeit oder eure ganze Zeit damit darauf verwenden, hier alles zu finden. Denn ich kenne dieses Spiel, wie gesagt, nicht auswendig und es würde bei bestimmten Sachen sicherlich einige Zeit dauern, bis ich dann das finde oder das geschafft habe, was mir ein Herzteil bringen würde. Zuerst schauen wir jetzt mal bei Agneta vorbei. Nanu, ich dachte schon, du wärst eine besonders fette Heuschrecke. Dankeschön. Aber wenn ich mir so deine Kleider ansehe, dann bin ich sicher, dass du auch ein großer Insektenfreund bist, stimmt's? Verzeih, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Agneta, die Prinzessin des Insektenreichs. Ich habe die 24 goldenen Insekten dieser Welt zu einem Ball eingeladen. Aber sie kommen und kommen einfach nicht. Ich fürchte, sie haben sich irgendwo verirrt. Wenn du sie siehst, würdest du sie wohl hier in mein Schloss bringen? Wenn du die Insekten findest und hierher bringst, gib sie einfach mir, ja?
haben ja zwei. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ja. Eine komplett goldene Ameise, männlich, gefunden auf dem Friedhof von Kakariko. Ja, möchte ich. Aber du, Ameise männlich, bist du es wirklich? Ah, die Ameise. Sieht fast aus wie Mond. Da muss man aufpassen, dass niemand einen Kuchen damit schmückt. Danke, danke. Ich bin so glücklich. Vielen Dank, dass du dieses Insekt mitgebracht hast. Ehrlich gesagt habe ich dir nicht wirklich getraut. Ich bin wohl eine ziemlich miese Prinzessin. Wenn du das nächste Mal hierher kommst, teile ich mein Glück mit dir. Nimm das hier, um es darin aufzubewahren. Große Geldbörse erhalten. In ihr kannst du bis zu 600 Rubine aufbewahren. Übrigens, da wo das Insekt Ameise männlich findest, muss es auch ein Gegenstück dazu geben. Wenn von allen Insekten ein paar da ist, werden wir alle sehr glücklich sein. Och, die ist irgendwie süß. So, ja. In meinem eigenen Spielstand, meinem privaten Spielstand, habe ich fast alles gefunden. Wie ich das hier machen werde, wenn ich was finde, werde ich mich in Zukunft umschauen. Wie das mit dem männlichen und weiblich war, hatte ich nicht mehr im Kopf. Aber ich werde in Zukunft mal die Augen offen halten. Alle werde ich wahrscheinlich nicht finden. Das kann ich aber nachträglich nochmal zeigen, was passiert, sollte ich alle finden. Dann nehme ich das einfach mal gesondert irgendwann mal auf, wenn es wirklich mal so weit sein sollte. Jetzt schauen wir aber erstmal hier rein. Da freut sich sicher jemand, uns zu sehen. Hey, das ist doch ein Zora. Damit kenne ich mich nicht aus. Ah, okay. Herr Doktor, ohne Ihre Hilfe wird dieses Kind... Danke? Ein Arzt für Menschen kann uns wahrscheinlich wirklich nicht helfen. Aber ich habe gehört, in Eldin gibt es ein Dorf namens Kakariko. Der Priester dort kann auch Zoras und sogar Goronen heilen. Wirklich? Wenn wir den Jungen also in dieses Dorf bringen, dann... Aber der Weg dahin ist sehr gefährlich. Wir können nicht zulassen, dass hübsche Mädchen sich in solche Gefahr begeben. Deshalb werden wir euch begleiten. Oh Gott. Wunderbar. Der Weg nach Kakariko führt über zwei Ebenen voller Monster. Wenn die Soldaten Hyrulis uns begleiten, kann uns gar nichts passieren. Ja, hätte ich anders betonen können. Ja, ja, so viel zu den mutigen. Ihr Feiglinge, lasst euch hier nie wiedersehen. Nanu? Da ist ja noch ein junger Kämpfer übrig. Erkennt ihr uns immer noch nicht wieder? Ich glaube, er will uns begleiten. Los, mach schnell alles bereit. Du bist wohl ein Freund von diesem Mädchen. Im Moment kann sie sich nicht einmal an ihren Namen erinnern. Das arme Ding. Dabei ist sie so ein tapferes Mädchen. Als dieser Zora auf der Straße lag, hat sie alles auf sich genommen, um ihn zu retten, ohne auf die Gefahr zu achten. Sie hat mehr Mumm als alle Soldaten von Hyrule. Hilf ihr. Gar keine Frage. Nimm mit. Mal kurz schauen, wie steht's denn mit der Zeit? Ja, locker. Es heißt, die Brücke im Osten ist unpassierbar. Wir müssen also die westliche Brücke überqueren. Da ist schon wieder so einer.
Gib mir Arvon und ich mach den fertig. Du siehst, was ich meine? Ich hoffe, du wirst mit ihm fertig. Ja, auf jeden Fall. Danke. Darf ich erfahren, wie ihr heißt? Xi? Edler Xi, ich bin euch zu Dank verpflichtet. Hey, Kleine. Bedanken kannst du dich, wenn wir sicher in Kakariko angekommen sind. Du hast schöne Augen. Die Augen eines stolzen Tieres. Nett. Wenn du uns sicher nach Kakariko bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Ja, aber ich habe gleich nichts mehr zu lachen. Das, was jetzt kommt, ich hab's also nicht. Also Xi, bring uns unversehrt nach Kakariko. So. Ich reite schon mal voraus. Wobei, ist das so klug? Ach, Moment, ich soll den Kerl fertig machen, klar. Also, als erster werden wir auf die Brücke. Ach, und plötzlich sind sie doch wieder bei mir. So, das hatten wir ja alles schon mal. Der ist seitlich geschützt. Also los, jetzt bist du an der Reihe. Enttäusch mich nicht. Moment, der Kerl ist von vorne, ist von den Seiten geschützt. Das heißt, mit dem Schwert, hat es wenig Sinn, ihn anzugreifen. Heißt im Klartext, ich verwende lieber meinen Bogen. Und weil ich so nett bin, gleich mal den. Verdammt! Okay. Aber ich weiß, was ich machen muss. Mensch! Verdammt nochmal. Okay, okay. Zur Seite. So. Ich muss den ein bisschen anders erwischen. Und umdrehen. Ach, Mensch. Ich muss den wahrscheinlich zweimal hintereinander erwischen. Das ist jetzt blöde. Und umdrehen. Ach komm schon. Jetzt habe ich ein Problem. So, ich muss gar nicht. Ich dachte, ich müsste mit Bombenpfeilen erwischen. Ja, okay. So ist es natürlich leichter, weil die Pfeile. Würdest du umdrehen? Link! Ja. Ach so, der Kerl hat auf uns gewartet. Ja, gut, mit normalen Pfeilen ist natürlich kein Problem. Du erhältst den Torschlüssel, öffnet dir das Tor auf dem Weg nach Kakariko. Das war gar nicht schlecht, mach weiter so. Aha.
gar nicht schlecht. Es war grottig, sagen wir es doch einfach so. Ah, okay. Gott, Arvon, halt doch mal. Mist. Das sagt ihr mir aber früh. Ja, hier geht natürlich weiter, ohne auf mich zu warten. Schon klar. Scheiß Schwein. Weiter. Du lässt keine Bombe darauf fallen. Wisst ihr euch? Na komm schon. Ich wollte doch bloß nach hinten schauen. Du verdammte! Nehmt aber auch den blödesten Weg, das wisst ihr schon, ne? Wollte ich nochmal gesagt haben. Au. Hat uns eigentlich gerade voll gerammt, aber ist ja... Wieso geht ihr über die... fahrt ihr über die Brücke, wenn es sowieso nichts bringt? Ui. Ja, und jetzt fahrt ihr erstmal in die Richtung. Macht ja ordentlich Sinn. Achso, ne, wobei. Ja doch, macht tatsächlich Sinn. So. Hab ich mich gerade verschaut oder wo sind die hin? Wo zur Hölle sind die? Wo seid ihr denn? In die Richtung sind sie doch. Ah, oh, wieso fahren die denn da immer noch rum? Ich mach schneller. Ja, komm. Mensch. Das habe ich noch nie verbockt. Ja. Moment. Moment. Ja? Sag jetzt bitte nicht, ich muss... Also ab hier nochmal. So ziemlich das blamabelste Projekt, das ich je hatte.
bleib einfach mal dahinter. Ja. Ah! Reit zu! Verdammt nochmal! Ich verstehe aber auch nicht, warum sind die da... Hab ich mich da verschaut oder ist das Ding tatsächlich dann einfach mal eben kurz vor diesem Haufen Brocken verschwunden? Wenn ich mich verschaut habe, okay. In Fahrt bleiben, in Fahrt bleiben. Nein, diesmal lenkt er mich nicht ab. Blöde Sau. So. Ah, deswegen. Okay. Klar, ich habe den Vogel nicht erwischt. Die wollen aber auch nicht aufgeben, ne? Nein, du lenkst mich diesmal nicht ab. Aufmachen. Ach, verflucht. Ihr könnt mich. Ich mache in dem Spiel alles falsch, was man falsch machen kann. Ich denke, das Schlimmste hat er überstanden. Mit ein wenig Ruhe wird er sich rasch erholen. Übrigens, wer ist eigentlich die Mutter von dem Jungen? Im Fieber hat er ständig nach ihr gerufen. Ich denke, er macht sich Sorgen um sie. Armer kleiner Zora, Junge. Zora. Ich bleibe bei ihm und sage euch, wenn es ihm besser geht. Ach so, das hat er gesagt. Eine sehr gute Idee. Danke, Colin. Der Kleine hat einfach mal einen spontanen Stimmbruch, der jetzt wieder weg ist. Uff.
Weißt du, Xi, ich mache mir Sorgen um Elia. Vielleicht ist sie ja... Es wird nicht leicht sein, ihre verlorene Erinnerung zurückzubringen. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird sicher eine Weile dauern, aber wenn wir ihr die nötige Zeit geben, wird ihr bestimmt alles wieder einfallen. Bleib einfach bis dahin in diesem Dorf. Gib uns eine Gelegenheit, uns für deine Hilfe zu remorgieren. Gut, dass es hier noch Hoffnung gibt. Es war ein weiter Weg hierher, aber er hat sich gelohnt. Willst du nicht deine Fähigkeiten in den Dienst Cirulis stellen? Ich kenne Leute, die im Reich helfen wollen. Gerade jetzt, da die Situation so hoffnungslos ist. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten. Abstand, Abstand. Nenn mich einfach Thelma. Ich frage mich, ob ich noch ein wenig hierbleiben soll. Ich mache mir schließlich auch Gedanken wegen Elia. Außerdem... Sie, komm unbedingt bei Gelegenheiten in meinem Laden vorbei, ja? Er dient meinen Freunden als Unterschlupf. Von dort führt ein Geheimgang bis zum Schloss. Besuch uns dort jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde auf dich warten. Ja, danke. Folgen wir ihr mal. Ich nehme mal an, dass wir das sollen. Also zum Friedhof. Das Lied ist übrigens auch wahnsinnig schön. Ach ja, hier war ja das Zeichen des Zora-Saphirs. Mal sehen, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ein wenig Zeit haben wir noch, ja. Ich bin gerade mal erleichtert, dass das mit der Kutsche jetzt wenigstens auf den zweiten Versuch hingehauen hat. Es ist wirklich einfach, ich weiß nicht. Es ist einfach beschämend, dass das erst zu spät hingehauen hat. Ich habe das sonst mal auf den ersten, aufs erste Mal geschafft und, naja. Es wäre schön gewesen, wenn ich das auch im Let's Play geschafft hätte, aber, naja. Mal die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht wird es ja im Verlauf des Let's Plays dann doch noch etwas erfolgreicher. Ich danke dir von Herzen, dass du meinem Sohn geholfen hast. Dieses Dorf, Kakariko, ist für uns Zoras der Ort der ewigen Ruhe. Auch die Seele meines verschiedenen Mannes, des Königs Zora, ruht hier. Es ist sicher Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Nun, was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Mein Mann ließ zu Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. In ihm ruht die Kraft der Zoras. Nun soll es dir gehören. Naja, so wie sie ausschaut, dürfte das Gewand auch noch nicht so lang, so alt sein. Du hältst das Zora-Gewand. Dieses legendäre Kleidungsstück stammt aus dem Besitz der Zora-Könige. Trägst du es, kannst du dich unter Wasser frei bewegen. Dafür schaden Feuer- und Eisattacken mehr als sonst. Nun endlich kann auch ich mich in zur Ruhe betten, an der Seite meines Gemahls. Nur, mein Sohn weiß noch nichts von meinem Dahinscheiden.
Solltest du ihm begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. Trauere nicht um deine Mutter. Sei unserem Volk ein tapferer König. Und sag ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Eine gute Mutter. Deine Freunde haben wir alle gefunden und dann auch noch ein Zora-Gewand erhalten. Ist doch prima, oder? Ich hoffe nur, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Ich meine den letzten Schattenkristall. Erinnere dich doch mal daran, was dieser Lichtgeist Firone gesagt hat. Der hat doch gesagt, wir brauchen den Schattenkristall, um die Welt vor Zanto zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit den anderen nach Hause gehen, ohne etwas zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also los, schnappen wir ihn uns. Wir müssen zum Schrein am Grund des Julia-Sees. Yep, und dann zeige ich auch gleich mal das Gewand. Ja, yeah, eine komplett neue Rüstung. Und dieses Mal ändert sich auch nicht nur die Farbe. Was ich sehr, sehr schön finde. Ich werde jetzt auch erstmal so herumlaufen. Mal gucken, vielleicht haben wir hier gleich am Boden etwas. Ja, hier haben wir etwas. Dazu brauchen wir aber noch was anderes. Denn wer sich erinnert, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit einen Brief erhalten. Von Burns. Der Gute hat ja eine neue Bombensorte erfunden. Und ich denke mal, die sollten wir uns, wenn wir denn schon mal in Kakariko sind, auch anschauen. Was ich auch sagen muss, diese Rüstung sieht halt auch wirklich mal danach aus, als ob sie für einen Zora gemacht wäre. Im Vergleich zu den alten Rüstungen, die ja wirklich einfach nur eine andere Farbe hatten. Und dann den Effekt hatten, dass... Naja, okay, selbst bei der Rüstung hier ist der Effekt, dass wir unter Wasser atmen können, nicht offensichtbar. Aber es ist halt einfach... es sieht halt wirklich danach aus. Und, die Rüstung hat auch Flossen. Und auch so einen Helm wie ihn die Zoras getragen. Also, da wurde schon gut nachgedacht. Finde ich schön. Hallo, ich hab dich schon erwartet. Sieh mal, meine Wasserbomben sind fertig. Die kann man sogar unter Wasser verwenden. Du wirst sie gut gebrauchen können. Greif zu. So, genau diese. Sie sind sogar unter Wasser verwendbar. Verkauf im Fünferpack. Ich glaube, da gab's was. Hm, in der Bombentasche sind noch andere Bomben. Am Schalter nebenan gibt es einen Ankauf. Da kannst du die Bomben verkaufen, die du nicht brauchst. Hm? Der hier. Hey, hallo. Willkommen am Schalter für Handel mit Bomben aus zweiter Hand. Ah, du hast Bomben. Lass mich deine Bombentasche sehen, damit ich sie schätzen kann. Also für 5 Bomben geben dir ich dir 7 Rubine. Toll, danke. Vielen Dank, hier sind 7 Rubine für 5 Bomben. Tolles Geschäft. Auf Wiedersehen. So, ja, dann kaufen wir uns mal Wasserbomben. Ist in nächster Zeit ja wohl deutlich sinnvoller. Kaufen wir uns gleich mal 10 davon. Man weiß ja nie. Dankeschön. Also dann... Gehen wir nochmal dorthin zurück, wo wir eben waren, denn da waren ja Steine unter Wasser und die würde ich gerne mal versuchen wegzusprengen. Ne, ich laufe schon in die richtige Richtung. Ach ja. Frieden tut gut für den Moment. Und auch schön finde ich, dass diese Rüstung ihre Vor- und Nachteile hat, beziehungsweise dass auch die alte Rüstung einen Grund hat, warum man sie tragen sollte. Ach ja, wenn ich gerade mal hier bin. Ach so.
Ja, wenn ich gerade hier bin, werde ich auch gleich auf dem Friedhof nochmal nachsehen, ob ich hier nicht zufällig noch die weibliche Variante zur Ameise finde. Das wäre nämlich gar nicht verkehrt, wenn ich dann wieder zu... wie ist die Kleine? Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. So, die bleiben nämlich auch unter Wasser liegen. Und wir haben jetzt so also eine... Ah, okay, man sieht es doch. Wir haben so eine hübsche Maske. Okay, wo es dahin geht, schaue ich gleich mal. Zuerst möchte ich noch den hier sprengen. Und ja, ich möchte natürlich auch nochmal kurz zum Friedhof gehen, bevor ich mich in ein neues Gebiet begebe. Möchte ich dann doch noch schnell schauen, ob ich die Ameise, die weibliche Ameise finde. Die habe ich ja hier gefunden, oder? Ja doch, müsste der Friedhof gewesen sein. Und so schwer zu finden sind die jetzt auch nicht. Da haben wir eine. Moment, ist das die richtige? Das ist. Nee, das ist die männliche. Okay. Alles klar. Aber wir kriegen Herz dafür. Schön. Zieh doch dein Schwert ein bisschen schneller. Ist echt nicht mehr gewohnt, so zu kämpfen. So, dann gucken wir mal. Ach, Link, ich hämmer schon auf die Taste ständig ein, aber der will einfach nicht. Okay, also suchen wir mal diese andere Ameise. Das denke ich jetzt mal so für den Schluss der Folge gar nicht verkehrt. Es ist ja einiges passiert und können wir das jetzt ein bisschen ausklingen lassen, indem wir hier auf dem Friedhof eine Ameise suchen, die aber Gott sei Dank leuchtet. Das heißt, wir dürften sie eigentlich relativ gut sehen können, wenn wir ihr nahe sind. Einzige Frage, die sich hier stellt, wo genau ist die weibliche? Direkt so einfach am anderen Baum wird sie wohl kaum sein. So, schön in den Schnabel stechen. Na, komm doch her, du. Da haben wir ein Bienennest. Ja, aber ein Bienennest wird jetzt nicht unbedingt eine Ameise krabbeln. Würde mich wundern, sagen wir so. Oder vielleicht ist mit dem Gebiet auch nicht der Friedhof gemeint, sondern ganz Kakariko. Aber ein ganz Kakariko nach der Ameise suchen? Na. Ja, gut, ich schaue nochmal kurz. Gut, also da drüben in. Au! Ach so, klar, stimmt, hier sind ja jetzt wieder. Jetzt sind hier ja wieder die Rubine aufgetaucht, habe ich ganz vergessen. Moment. Schön oben bleiben, Link. Ja, auch wenn es seltsam erscheint. Okay, davon erhalte ich momentan keine mehr. Das ist schade. Schieb mir das Ding mal kurz runter. Die haben mich natürlich ganz gern dafür. Alle erledigt. Gut. Was? Ich habe das Ding runtergeschossen. Kriege ich das Ding dann vielleicht mit der Schleuder runter? Ach klar, die Schleuder kriegt es natürlich wieder hin. Ja, da drüben haben wir immer noch die. Es ist halt die männliche. Wir brauchen die weibliche. Wo wird sich denn eine weibliche Ameise verkriechen? Mensch. Gut, ich wüsste schon einen Ort, wo ich jetzt danach suchen könnte. Mal gucken, wie stehen wir denn zeitmäßig? Lohnt sich das noch? Eigentlich eher nein, nee. Nee. Nee, Ameisen.
Ameisenjagd können wir dann mal wann anders gehen. Ich schätze mal, da mache ich dann einfach irgendwann zum Schluss oder sowas noch extra Folgen. Die werde ich dann auch entsprechend nennen. Das heißt, wen es interessiert, der kann sich's anschauen. Und wenn es nicht interessiert, der muss halt dann ein Weilchen drauf warten, dass das Finale kommt, denn ich werde das garantiert nicht nach dem Finale hochladen. Und ansonsten würde ich sagen, das war's dann mal wieder für The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Xie. Tut mir leid fürs Versagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.